Hallo und willkommen zu unserem neuen Projekt. Special Projekt, extra für euch. London, die Olympischen Spiele, die 2000 Sommerspiele 2012. Genau. Du bist Player 1, drück nochmal Start. Genau. So, Olympische Spiele. Nee, mach mal Olympische Spiele. Wenn man das, neue Kampagne. Ja. Ich habe es nämlich noch gar nicht gespielt, aber ich habe gehört, man muss nicht viel machen, also man, das macht es sehr gut, aber... Ich glaube, wir nehmen mal normal, oder? Ja, normal. Aber kann man das jetzt nur alleine spielen? Ich weiß es nicht. Ja, das wäre natürlich blöd, ne? Machen wir erstmal. Ja, machen wir erstmal weiter. Nee, dann machen wir... Na, das ist blöd. Kannst du alleine spielen. Dann mach B zurück. Oder so. Disziplinmodus. Oder mach mal B zurück. Partymodus, was ist das? Disziplin. Oh, Disziplin. Nee, das ist blöd, das ist blöd. Wir machen Disziplinmodus. Was nehmen wir denn mal? A, drück jetzt mal A. So, jetzt kannst du, wenn du jetzt A drückst, dann kommst du hier in dieses andere Menü rein. Kannst dann da auswählen, welche Sachen du machen möchtest. Machen wir, Feld. Oder fangen wir von vorne an? Wir fangen einfach von vorne an. Genau. 100 Meter der Herren, willst du 100 Meter? Ja. Ja, das gehen wir einfach alle durch. Machen wir einfach alle, oder? Ja. Ja, dann geh jetzt einfach einen runter. Einen runter einfach. Ja, genau. Und du musst immer A drücken und dann wählst du die aus. So, jetzt machst du B. Feld. Nein, einen runter. Feld, dann machst du oben Diskus werfen. So, und das war's. Und jetzt musst du auf Start drücken. Warte, die Liste ist voll. Nee, ich meine da oben. Wie? Okay. Nee, die Liste ist voll. Normal haben wir schon Spiel im Team, würde ich sagen. Ja. Oder spielen wir gegeneinander? Na, wir spielen mit gegeneinander, glaube ich, geiler. Dann mach mal B zurück. Einzelspielen. So, dann kann ich mir jetzt hier ein Land aussuchen. Ja, dann nehme ich mal die Gastgeber. Du nimmst Großbritannien. Was nehme ich denn? Rumänien. Rumänien, ja, das hatte ich letztens. Okay. Also ich habe noch nicht gespielt. Fred hat schon gespielt. Ah, nein. Ich will jetzt eigentlich auch nicht zu viel Zeit damit. Ah, nimm irgendwas. Ja. Komm schon. Ach, das Spanien war ich schon ein paar Mal. Ich finde ja die Schweizer sehr sympathisch. Okay. Start drücken. Wird dann immer erklärt, was man genau machen muss. Du kannst dir immer ein Tutorial angucken. Okay. Das glaube ich auch ganz nett für unsere Zuschauer dann. Ja. Frames sind konstant so bei 25. Die freuen sich alle. Natürlich. Deutschland ist auch dabei. So, Y einfügen. Du bist ja Player 1, das haben wir schon ganz gut gemacht. Bei Los musst du A drücken. Tippe mehrmals A an, um die Anzeige zu füllen. Fülle die Anzeige über die weiße Linie hinaus, ohne sie zu überfüllen, um Tempo aufzubauen. Also du musst das zwischen dem oberen und dem schneller. Genau, in diesem grünen Bereich musst du die immer halten, also zwischen den beiden weißen Linien. Das ist sozusagen die Bestgeschwindigkeit. Musst du schneller machen und genau. Verstanden? Ja, oder willst du das nochmal? Ja, nein, das habe ich. Dann A drücken. Jetzt heißt es drücken. Drücken. Drücken! Das wird ein Spaß. Da ist Karl Pautz aus Deutschland. Jin Luo, William Atkins, Daniel Edwards,
Maul Steldemann, der Angelo Williams, Aaron Fraser und Martin Grafström treten gegeneinander an. Ich würde mal sagen, wir beginnen jetzt einfach mal. So, und wir jubeln natürlich auch. Der Österreicher macht eine Bombenstimmung. Ich würde sagen, du bist rechts. Ich bin links. Ja. Ja, Fehlstart. Ja, also wirklich. Die beiden Athleten. Und ich bin zu spät. Haben einen Fehlstart produziert. Ja, der Österreicher liegt klar so vorne. Der Österreicher fährt hier einen sicheren Sieg ein. Und ich erster bin Platz, siebter Platz. Ich glaube, es gibt 8 Plätze. Ja. Der Großbritannien-Mensch holt einen 7. Platz. Man muss eben den richtigen Hut loslegen. Man muss den Start super erreichen. Auf die 100. genau. Ich habe da noch einiges rausgeholt. Du hast noch was rausgeholt, aber an den Schweizer mit seinen 10,00 Sekunden kamst du dann nicht heran. Wo liegt eigentlich der Weltrekord? Keine Ahnung, aber Justin Bolt müsste den erreicht haben. Ja, das war auch ein super Start. Und dann auf der Geraden zieht er, legt er ordentlich, kriegt er Zulage und dann mit einem deutlichen Vorsprung kommt er dann auch ins Ziel. Ich meine, Schweizer. Österreicher. Nee. Der Schweizer. Der Österreicher ist hier nicht vertreten. Das ist schon. Ja, ich würde sagen, machen wir weiter. Die Schweiz führt mit einer Goldmedaille. Zweiter Platz Jamaika. Dritter Platz Vereinigte Staaten. Ja. Sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Ja, vierter Platz ist noch im grünen Bereich. Wir haben jetzt wieder irgendwas mit Laufen, glaube ich. 110 Meter Hürden der Herren. Ja, ich glaube, da musst du wieder ein Einführung bekommen. Das glaube ich auch. Hier dieselben Leute? Das sind, ja. Es ist oft so, dass in den Disziplinen die gleichen Leute sind. Ja, das ist wieder das gleiche, wieder die Anzeige da auf diesen Bereich füllen. Und jetzt musst du mit L halt immer kurz vor der Hürde drüber springen. Ja, da brauchst du das richtige Timing. Nicht zu früh, nicht zu früh. Später. Ach, das muss. Dann musst du halt noch das Timing mit dem mit dieser Leichtstein bekommen. Fordernder. Das ist schon fordernder, genau. Ja, toll, toll, toll. Hat er toll gemacht. Also da ist der Österreicher natürlich etwas im Vorteil. Schweizer. Der Schweizer. Der Österreicher ist gar nicht vertreten. Der Schweizer ist da etwas im Vorteil, da der schon ein wenig mehr Übung hat. Er ist schon erfahren. Er ist schon erfahren. Ja, weiter. Machen wir doch mal. Starten wir mal. Und natürlich. Schweiz, die wieder jubeln. Ordentlich trainieren. Man sieht sein Gemächt auf jeden Fall. Start crucial. Und los geht es hier mit diesem spannenden Lauf über die 110 Meter Hürden. Der Österreicher liegt vorne. Scheiße. Der Österreicher kommt als erster ins Ziel. Mann. Fünfter Platz für Großbritannien. Und der Österreicher überzeugt wieder mit einer Glanzleistung. In der Wiederholung Start von beiden suboptimal. Aber dann in dem im weiteren Verlauf. Immerhin fünfter Platz. Ich arbeite mich vor. Und die Schweiz führt immer noch mit zwei Goldmedaillen. Großbritannien liegt weiterhin unverändert auf dem vierten Platz. Macht schon Spaß. Ja. Durchaus. Mag das auch sehr gerne, das Spiel. Ist halt so ein... alleine kann man das nicht spielen, aber ja, mit Freunden. Macht's vielleicht nicht so Spaß. Ah, nee, alleine. Das zweite oder das dritte, das wird. Schon ein bisschen Spaß. Ja. 200 Meter der Herren. Das ist jetzt einfach nur
länger. Da brauchen wir keine Einführung. Doch. Doch? Doch, du brauchst eine Einführung. Okay. Muss man auch linken? Nein. Alles gut. Start. Ja, das ist mit der Anzeige. Ich würde es mit dem Zeigefinger machen, ehrlich gesagt. Kannst ja, du da auch, aber jetzt kannst du da. Scheiße. Ja, genau, das sieht da schon deutlich besser aus. Ja, du musst noch konstanter werden. Also, du musst konstanter oben in diesem Bereich bleiben. Und dann wieder so nach vorne. Ja, hat er wieder toll gemacht. Toll. Das lässt er sich von allen feiern. Ja. Auf X jubelst du übrigens am Anfang. Oh. Ja. Ja, du musst jetzt A drücken. Klicken. Du musst jetzt A drücken übrigens. Ja. 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 Ah, hast du mich jetzt weggedrückt, hä? Auf die Plätze. Ja. Auf dritter Position befindet sich jetzt der Schweizer. Und Position 1. Und wieder erster Platz, dritter Platz für Großbritannien. Ach, das geht. Sie arbeiten sich nach vorn. Immer weiter. Immer weiter nach vorne. Der Schweizer überzeugt wieder mit einer Superleistung. Dreimal hintereinander Goldmedaille. Hat er gedopt? Das ist jetzt die große Frage. Wir werden es erst nach dem Dopingtest wissen. Bis dahin wird ihm die Medaille aber nicht aberkannt. Wollen wir die Wiederholung? Ja. Ja, lachen wir. Immer Wiederholung. Okay. Vom Start weg kommen sie alle gut, aber dann zieht der Schweizer natürlich der schön aus der Kurve raus. Der Jamaikaner ist sehr abgeschlagen. Ging aber ziemlich ab. Ja, es wird auch immer besser. Es wird immer besser. Aber noch vierter. Immer noch vierter Platz, unverändert das Bild der Rangliste. Auch unverändert unsere Frames. Vorhin waren sie konstant bei 60, jetzt... Jetzt gehen sie manchmal sogar über 50. Ja. Und das ist bei anderen Spielen nie so. Ja, schon. Von Sega ist das Spiel übrigens. Wenn ihr euch das auch kaufen wollt, ich glaube, das ist nicht mehr so teuer. Nee. Inzwischen. Kampa. Da brauchst du eine Einführung, weil da gibt es noch so ein Special. Kann man die Heizung mehr anmachen? Ist das an der Seite? Ja. Wenn du hier immer im grünen Bereich bist, dann hast du da, dann fühlt sich da diese, und wenn du jetzt ganz, ganz schnell drückst, noch schneller, viel schneller, guck, dann siehst du da diese blaue und dann geht hier an der Seite deine Tempo runter. Und das musst du halt, mach mal. Und, das kannst du wieder aufladen, wenn du dann im grünen Bereich rennst. Das ist halt so ein kleiner Zwischensprint sozusagen, um nochmal irgendwie Meter rauszuhauen. Natürlich. Vergessen. Auto. Ich verhaus die ganze Zeit. Ja, das ist hier irgendwie auch empfindlich, habe ich so das Gefühl. Das ist richtig empfindlich. Ja. Durch dieses Supersprinten. Ja, ist so. Das muss ich auch nicht einholen. Ah, da kommt der. Nein, der Franzose. Der ist besser als ich. Oh, bin erschöpft. Nein! Alter, ich habe ihn übersäuert. Und ich werde Letzter sein. Nein.
Nicht? Nein, ich bin Fünfter. Nur eine Position besser. Sechster. Der Schweizer übersäuert seine Muskeln und ja, das war schon sehr empfindlich jetzt. Ja, das ist auch irgendwie eine besondere Kunst dann, da diese konstant reinzubringen. Keine Medaillen dieses Mal für die Vertreter aus Großbritannien und der Schweiz. Aber Näheres sehen wir jetzt in der Wiederholung. Super Start übrigens. Der Schweizer liegt immer noch vorne, aber ist auch nicht richtig weit vorne gewesen. Weit abgeschlagen. Aber von der Wertung her, ich bin ein bisschen abgestiegen, ist der Vertreter aus Großbritannien abgestiegen. Nochmal leichter Klimmzug, was kommt denn jetzt? Der Weiber und noch mehr. Es kommen noch viele Ziele. Die Weiber kommen jetzt, glaube ich. Das könnte sein. Ja. 400 der Bahn. Oh, das wird schwierig. Die sind nämlich noch unausdauernder. Aber da brauchen wir jetzt keine Einführung, oder? Nee. Kannst du direkt A drücken. Ja, wollen wir. Ach, das ist wieder so empfindlich. Ja, ist schlimm, ne? Moment, halt es gut. Aber wir sind trotzdem alle schneller als ich. Ja, ich bin Sechster. Aber halt es nicht doch ganz gut. Komm schon. Und zweiter Platz. Da muss man sich aber auch wirklich konzentrieren dann, ne? Ich habe mich konzentriert, aber irgendwie hat es doch nicht gereicht. Ich glaube, es lag alles nur am Start. Und wer auch irgendwie besser von uns ist. Am Anfang darf man halt nicht so viel raushauen von dem sozusagen. Von diesem Sprintteil. Olga Tschermakova kommt aus Russland. Immer noch fünfter Platz und erster Platz. So, was kommt jetzt? Sag mal, es wird alles mit den Frauen nochmal durchgemacht. Nee. Diskus. Da brauchst du eine Einführung. Oh ja. Will ich meinen. Will ich auch meinen. So. Mathieu Bachmann, Hamish Wilson. Und der Torben Hönig ist auch dabei aus Deutschland. Und Moa Washington. Hast du es jetzt weggedrückt? Drück mal B. Geht nicht? Oder soll ich es auch so suchen? Erneut starten. Hallo, nochmal. Beim Diskuswerfen. Wenn du nur die Scheibe. Ja. Denk dran, oben drauf drücken, nicht auf A. Y. Jetzt einmal A. Na, Y, ja, richtig. Liest es dir auch immer schön durch. Also, nach rechts drücken. Dann, nein, lange, gedrückt halten. Dann holst du Schwung, bis das da erscheint. Dann nach links ziehen und gedrückt halten. Also bis da diese Kreise erscheinen. Dann zurück, nach links, nein, durch, also ganz nach rechts. Halten, dann nach links, halten, wieder nach rechts. Nochmal. nach rechts. Jetzt nach links.
nach rechts, nach links. So, und jetzt unten erscheint so eine Linie und jetzt musst du das da so schräg rauswerfen, im perfekten Winkel halt. Ist ein bisschen kompliziert. Mhm. Also unten ich siehst du dieses Gelbe. Okay, machst du es nochmal. Tust du es nochmal machen. So, jetzt läuft da unten diese gelbe Linie und wenn die da im Blauen ist und dann halt genau im richtigen Winkel musst du mit dem linken Stick rauswerfen. Okay. Tust du das so machen? Ist dein Mikrofon wieder dran? Ja. Gute Sache. The discus is one of the oldest events to feature in the Olympic Games. It was there at the very first ja, Olympiad. Würde ich sagen, fangen wir an. Der Helmisch spielt an. Der Helmisch. Der jubelt auch erstmal, bevor er anfängt. Oh mein Gott. Ich hab das schon. Oh. Unten, wo das wo der Gelbe läuft. Du hast das wäre so schnell, dass ich schnell rücken muss. Nein, da hast du schon ein bisschen mehr Zeit. Der Mathieu Bachmann aus der Schweiz tritt jetzt an. Er küsst auf seine Muskeln, um zu präsentieren, wie stark er doch ist. Was los? Ja, das war noch nicht richtig. Ja, der Winkel war relativ klein, deswegen auch keine Topweite hier von Mathieu Bachmann, 53,97 Meter. Jetzt doch, ja klar. Ja, weil dein Wurf ungültig war. Der Vertreter von Großbritannien ist am Zug. Starker Aufschwung hier. Und er wirft zu spät raus. Da ärgert er sich wirklich. Eine große Chance vertan. Guter Winkel. Sehr guter Winkel. Er fliegt hoch. Boah, und natürlich persönliche Bestleistung. Schön gemacht. Über 10 Meter weiter. Erster Platz für den Schweizer. Nun ist Zeit für den Großbritannien nachzulegen. Kraftvoll im Schwung holen. Zu spät. Zu spät. So schräg raus. Und dann musst du so und dann drücken. So lange halt. Ein guter Winkel und persönliche Bestleistung noch einmal getoppt. Der Mann ist heute wirklich gut drauf. So, jetzt aber, Mensch, Großbritannien. Da muss doch mal was kommen. Kann Wilson noch mal nachlegen? Schöne Kraft. Doch hat er den... Zu spät. Es war doch nicht zu spät. Nicht nach oben, sondern so nach schräg. Ach, guck mal bei mir jetzt. So. Hast du gesehen? Er freut sich über diesen Wurf. Ist vorbei. Nein, zwei noch. Wilson. Ist er stark genug? Hat er die Mentalität, jetzt noch einmal einen perfekten Wurf zu landen? Jetzt. Ein immerhin kleiner Winkel, aber es ist eine Weite. Immerhin etwas. Immerhin 51 Meter im fünften Versuch. Immerhin überhaupt etwas. Ja.
Boah, das er blitzt, guter Winkel. Richtig gut. Das gibt was. Bam! Persönliche Bestleistung noch einmal erhöht. Der Mann macht heute wirklich was mit. Siebter Platz für Wilson. Kann er das jetzt noch verbessern? Kleiner Winkel. Kommt er weiter? Er kommt weiter. Er legt nochmal zu. Über 10 Meter, unter 10, 9 Meter circa weiter. Schöner Wurf. Das bringt ihm noch weitere Plätze nach vorne. Schöne Kraft. Ungültig. Letzter Wurf, ungültig, aber... Ungültig, ja. Erster Platz. Für den Athleten aus der Schweiz. Der letzte Wurf. Der letzte Wurf. Schöner schöne Weite. Knapp unter 70 Metern. Ja, okay. Wilson hat mit seinem letzten Wurf nochmal alles gezeigt und seine 60 Meter belegt er nun den dritten Platz. Aber in der Gesamtwertung hat sich dafür für Großbritannien leider nichts verändert. Mit 2 Bronzemedaillen rangieren sie immer noch auf Platz 5. Was kommt jetzt? Ich weiß es nicht. Aber es müsste noch im Stadion sein. Ja, ja, wir haben das nur Stadion am Anfang. Hochsprung. Da brauchst du auch mal eine Führung. Immer da in diesem... Ja, das war nicht so gut halt. Und hier an diesem Dreieck, an dem... Erst wenn du an dem Dreieck bist, schräg nach oben raus. Mach die Einführung nochmal. Du musst hier das wieder zwischen den beiden Linien, zwischen den beiden weißen Linien halten. Würde ich höher, höher. Es muss zwischen den beiden Linien sein, wirklich. Erst wenn du am Dreieck bist, zu früh. Also wenn du am Dreieck bist, drüber springen. Mehr, mehr, mehr. Na, das ist zu viel. Muss genau dazwischen sein. Winkel bei 60 Grad, okay, gut zu wissen. 60 Grad. Paul Zimmermann und Taylor Jones. Los geht's. Taylor Jones bringt erstmal die Masse hinter sich. Jetzt kannst du dir deine Höhe einstellen, mit welcher Höhe du springen willst. Du hast 6 Versuche und wenn du 3-mal an einer Höhe scheiterst, dann bist du raus. Das ist das Tiefste. Das ist das Tiefste. Nee, zu viel. Immerhin besser als... Auch ein relativ kleiner Winkel, aber das hat doch nicht. Taylor Jones hieft sich über die 1,50 Meter Marke und hat damit schon mal den 8. Platz sicher. Paul Zimmermann. Pascal. Pascal. Ah. Mann, heute ist ein raus. Pascal Zimmermann aus Schweden, aus der Schweiz beginnt mit 1,86. Ist auch ein großer Mann. Schön angelaufen. Guter Winkel und er bleibt mit den Beinen hängen. Was war da denn los? War er da mit den Gedanken schon bei höheren Höhen? Schön hieft er sich drüber. Sehr schön. Mit viel Luft nach oben hieft er sich drüber und sichert sich damit den ersten Platz. Taylor Jones ist nun gezwungen nachzulegen. Ich gehe mal auf 60. Schneller, schneller. Zu wenig. Okay. Auch zu früh, du musst an den Dreieck erst. Ja, ja, weiter. Mehr, 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 mehr.
Du musst den Anlauf bessern. Ja, ich glaub's reicht nicht. Herzklopfen, aber er hieft sich über die 1,60 Meter Marke. Das sah fast noch aus wie bei den Wälzern, aber er benutzt schon die neue Technik. Pascal Zimmermann. Kommt da noch was oder war es das schon? Oh. Er läuft vorbei. Die Kraft spart er sich. Für den besseren Anlauf. Kleiner Winkel, aber er ist sicher drüber. 2 Meter, neue persönliche Bestleistung. Sauber im ersten Versuch drüber. 1,64. Taylor Jones tastet sich langsam an seine Höhe heran. Aber geht da noch was? Für die höher platzierten Plätze braucht er noch eine etwas höhere Höhe. 1 Meter? Geht das? Nein, bei 1,45 oder so liegt der Weltrekord. Kleiner Winkel, aber sicher drüber. Neue persönliche Bestleistung. Mit den Füßen bleibt er hängen, das sah etwas ungeschmeidig aus. Ah, die Füße, ein großes Problem. Schafft er es jetzt mental von den Nerven her? Oh, der Anlauf etwas durchwachsen. Reicht das für diese Höhe? Oh, der Winkel ist zu klein und er trifft mit den Füßen die Stange. Damit ist er ausgeschieden und hat den 8. Platz sicher. Ja. Oh, ein Nervenspiel und er pokert sich immer weiter nach oben in seiner persönlichen Bestleistung. Oh, der Pole ist immer noch mit dabei. Das war scheiße, damit kann ich sowieso nichts machen. Er läuft dran vorbei. Durchwachsen. Großer Winkel und er trifft die Stange. Schade für den Schweizer. Oh, durchwachsener Anlauf. Kann er damit jetzt noch was reißen? Kleiner Winkel und er trifft die Stange. Damit ist er ausgeschieden. Aber er belegt den 2. Platz. Und die Schweiz liegt immer nach vorne. Großbritannien fällt weiter ab. Da muss man was ändern. Da muss was getan werden. Was kommt jetzt? Wie viele Disziplinen haben wir eigentlich noch? Ich denke mal, eine kriegen wir in diesem Part noch hin. Ja, eigentlich. Wie viele sind das noch? Es müssen noch ein paar sein. 4 oder 5, ne? Boah, so viele. Das waren schon ziemlich viele. Hochsprung der Damen. Das ist das Gleiche. Mehr mit Damen. Da ist der das Publikum holt sich immer auf meine Seite. Das Publikum holt sich wieder auf ihre Seite. Nur bei 2,09 Meter, das kann man eigentlich schaffen. Im Weltrekord. Der Anlauf war besser als bei ihrem mit den Füßen. Trifft sie die Stange. Schade, der Sprung war gut, sie war auch schon über die Stange hinweg, doch leider. Oh, zu früh abgesprungen, zu früh. Ich glaube, es hängt immer am Winkel, es hängt immer am Winkel. Ja, und auch zu früh. Und der Winkel muss so circa 60 Grad sein. Ja, dreimal.
Mehr. Ah! Das ist sehr ärgerlich für Lily Griffith, die damit sofort ausscheidet und sich nur noch für den 8. Platz qualifizieren kann. Durchwachsener Anlauf. Kann sie damit noch was reißen? Oh ja! Sie springt über die Höhe. Den 8. Platz. Schöner Anlauf. Kann sie das verwerten? Großer Winkel, aber sie schafft es. Neue persönliche Bestleistung für, ich habe ihren Namen vergessen, Melanie Kunz. Großer Winkel, aber sie fliegt drüber hinweg. Wieder eine neue persönliche Bestleistung. Sie steigert sich jetzt hier von Sprung zu Sprung. Doch kann sie das halten? Wird es reichen? Ein schlechter Anlauf von ihr. Großer Winkel und sie trifft natürlich die Stange. Das war ja nicht anders zu erwarten. Durchwachsener Anlauf, es reicht das. Oh, ein wirklich zu großer Winkel. Sie kommt in Bedrängnis. Wird sie es nun schaffen? Kann sie sich gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen? Ein kleiner Winkel und damit sind ihre Chancen auf eine gute Platzierung dahin. Sie holt immerhin noch den 3. Platz. Großbritannien ist weiter abgeschlagen auf dem 7. Platz. Und das war's auch schon. Ja, wir haben alle Disziplinen durch. Genau. Also Großbritannien enttäuscht leider durch Mangels Übung, genau. Die Schweizer holen sich in diesem Punkt klar die Goldmedaille. Rangieren von Beginn an auf Platz 1. Ja, das war's erstmal mit diesem extra langen Special. Genau. Also die nächsten Parts, noch mehr Parts machen. Werden aber wahrscheinlich eher kürzer dann, denke ich mal. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr findet das gut soweit. Ja, schreibt es in die Kommentare, ob ihr es gut findet. Genau, schreibt es in die Kommentare. Ob ihr was anderes wollt. Kann ja auch sein. Dann schreibt aber in die Kommentare, was ihr anderes wollt. Also nicht einfach sagen, finde ich scheiße, sondern sagt uns auch einfach irgendwie, wenn ihr irgendein Spiel wollt oder so, dass wir mal Let's Playen sollen. Mal gucken, ob wir uns das dann irgendwie besorgen oder so. Ja. Genau. Ich würde denken, das war's für heute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.